Ja. Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter mit Vela. Servus. Ja, wir haben immer noch das gleiche Problem wie im letzten Part. Der Schredder funktioniert besser jetzt hier. Das dürfte besser jetzt gehen, weil er herüben steht. Warum genau? Weiß Gott, vielleicht. Wir schauen nochmal. Wenn er jetzt wieder nicht gehen sollte, werde ich nämlich ein paar Sachen nehmen und werde sie... Das kommt auch darüber. Wenn jetzt wieder nicht gehen sollte, werde ich den maximal noch mit 5 oder 10 Sachen befüllen. Eher 5 und dann einen zweiten einfach hinstellen. Theoretisch kann ich den ja am Arsch der Welt in einen Raum stellen, der interessiert ja eh keinen, wo er steht. Ja. Aber jetzt ist er nur so mal, vielleicht ist er wirklich irgendwie blöd gestanden. Ich habe nämlich 5-mal die Wand hinter dem abgerissen, da wo der gestanden ist. Und vielleicht hat ihm das nicht taugt, dass er das ein bisschen in der Wand gesteckt ist. Ich weiß nicht. Aber er hat ja ab und zu funktioniert. Das ist das Brot, das mich wundert. Aber hier, das funktioniert mit dem Kasten auch gerade, Wähler. Ich habe gerade einige Sachen aus meinem Inventar in die grauen Kästen neben einen Teleporter gelegt. Alles bis auf 2 Sachen ist schon weg. Ja, aber warum geht's jetzt? Alles, was jetzt noch drin liegt in die Kästen, hat keinen Abholauftrag. Das muss ich noch machen. Das Spiel hat einfach nur Angst vor mir. Mhm. Gut so. Mach weiter. Mach weiter so. So, Osmium möchte ich hier auch weggeben. Muss ja nur der Chef muss kommen und schon funktioniert das. Chef! Nix geht! Wo lagerst du denn Wasser? 3. Stock ganz rechts, glaube ich. Oder 2. ganz rechts. Ganz rechts. Ja. Danke. Die Bohnen und Auberginen, jetzt funktioniert auch alles. Ja, ist doch super. Das ist so geil mit den Leitern, dass wenn man so richtig so, ich habe es dann ein paar Mal umgesetzt, ich glaube, so ist es am schönsten. Wenn man runterkommt, straft man nur nach links oder rechts und ist schon bei der, kann schon bei der nächsten rauf. Ja, passt. Drohnen sind, der hat das noch nicht abgeholt, was ich eingeschalten habe. Aber die Drohnen sind alle beschäftigt. Das ist schon mal gut. Ja, passt, okay. Leute, wir haben das Problem mit den Handelsdinger da. Wir werden jetzt mal weitermachen mit den Insekten, weil das Einzige, was ich noch auf 0 habe, vielleicht stört. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht muss nur loslaufen, so dass das Spiel weiß, bim, du hast alle 3 Terraforming-Push-Sachen einmal aktiviert und somit kannst du jetzt, da kriegst du eine Nachricht, du darfst jetzt das machen, was weiß ich. Wenn nicht, gehen wir ein bisschen erforschen. Jetzt habe ich den Fisch angeschaut, da auf dem Terraform wollte erfischen sagen, statt erforschen. Okay. Da ist so Käse. So, lass mal schauen. Das gibt Sauerstoff-Ding. Sauerstoff-Pflanzen. Insekten. Machen wir die Insektenkuppel mal. Da brauchen wir die Rinde. So, jetzt habe ich eine Rinde. Du hattest doch auch Uranstäbe, ne? Ja. Wo? Hier unten irgendwo. Da. Im ersten Gang. Im Erdgeschoss oder was? Erdgeschoss, ja. Das sind die Grundressourcen. Die 6 Grundressourcen plus die Sachen, was aus die Bohrer kommen oder die eben Uran. Ach, ich habe ja neben die Uran gleich Uranstäbe gemacht. Ich habe nur leider bei den Super-Eloy vergessen, dass ich Super-Eloy-Stäbe mache. Deswegen sind die im ersten Stock. Das war aber jetzt aber nur so ein Zufall jetzt alles. So. Ich freue mich schon voll auf die dämlichen Planter. Zeolit. Zeolit ist hier. Und 2-mal Super Alloy. Und derweil dürfte. Wir sind immer noch beschäftigt, die ganzen Drohnen. Da, eine Drohne, 2 Drohnen chillen. 2 machen nichts. Weißt du doch raus. Was soll das denn? Ja, aber hier sind noch 2, 3 Osmium drin. Die jetzt eigentlich von mir in den Schredder hinzugefügt wurden. Die müssen da eigentlich jetzt schreddern. Aber die 3 Drohnen chillen, 2 Drohnen chillen und machen nichts. Vielleicht haben die wirklich das Problem, dass sie
dass du quasi gerade irgendwelche schon im Anflug sind, weißt du? Ja, man muss rechnen, ja, weil er befüllt andere Sachen schon, aber es fehlen bei Osmium, fehlen auch weil du hast schon welche rausgenommen, da fehlen noch drei, ne? Vielleicht den Kasten müsste er eigentlich zuerst befüllen jetzt. Das schauen wir mal, der hat auf plus 1 und Input, ja. Ja, aber dann müsste er aus meinem Kasten da hinten das ja eigentlich holen und in den anderen Kasten rübertragen. Außer die sind, wie gesagt, auf der Map wirklich gerade, weil da fliegen einige zum Osmium und hin und zurück gerade. Dass die wirklich gerade im Anflug sind. Das liegt wahrscheinlich dann an mir, ne? Nö, wieso? Weil ich hier gerade am Rummengen bin. Na, die kommen ja gerade von dem Erzbohrer zurück, wollte ich sagen. Na, jetzt, er befüllt das jetzt auf. Jetzt verstehe ich, hast du gerade Osmium geholt? Ja. Der befüllt gerade Osmium in den Schredder, aber obwohl da hinten leer ist eigentlich, ne? Ja, ich habe ja gerade eben. Aber aus beide Kästen, es fällt im rechten 1 und im linken 3. Also wirst du nicht in beide gegangen sein. Kann sein. Steht Osmium dran. Ja, aber nicht so schnell hintereinander. Aber es wurscht, ist egal. Die fliegen gerade, die Drohnen. Schauen wir mal, was da rauskommt dabei. Es sind nur Es sind ja nur gerade 15 Drohnen. In der ich Base beschäftige drin. Dich schon, kein Problem. Na, es sind 15 in der Base drin. Ja, die machen nichts gerade. Die sitzen im Container und tun nichts, wie wenn sie laden würden. Also er holt dich schon wieder nicht ab. Also ich glaube. Zwiebeln? Ja, warum nicht? Cool. Bei meinem Spiel gibt es keine Zwiebeln. Warum nicht? Bei mir gibt es Kürbis. Aber macht ja nichts. Was ist das Problem an Zwiebel? Du brauchst es ja manchmal sogar. Wenn der Kürbis bei dir Zwiebel heißt, ist das okay. Ach so. Ja, das wird Zwiebel. Ja, das ist Zwiebel und fertig. Ja. Das war immer eine Zwiebel bei mir. Ich weiß, da habe ich mich vertan, immer der heißt anders, aber war immer ein Zwiebel. So, jetzt werde ich das jetzt anders machen. Jetzt brauche ich mal die Plattform auf, ja. Und dann werde ich da die Schredder umbauen, weil das kann so nicht sein. Ich werde da nicht mehr als 10 reingeben. Jetzt habe ich da 15 drin und der holt schon wieder so unregelmäßig alles ab und die gehen dazwischen schon wieder schlafen, die Drohnen. Das verstehe ich nicht. Das mache ich nachher mal nur mit 10 und stelle einen zweiten einfach auf. Das würde mich ja überhaupt nicht stören. Dann ist halt ein zweiter da. Das tut ja kein weh. So. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Wo machen wir das ran? Da ist ein Teleporter. Mhm. Ach, direkt vor der Tür. Ja, das ist der Reiseteleporter, oder was? Den nehme ich immer dann mit. Ja. Mhm. Also, ich leere mich immer komplett aus und dass ich die Matze nicht aufheben muss, stelle ich einfach die Tür und wenn ich dann losgehe, reiße ich den ab und nehme ihn mit, dann passt es mit dem Matz. Algen baust du schon? Ja. Okay. Algen ist im ersten Stock alles voll. Die Kiste mit den Kisten. Okay. Haben wir eigentlich schon fast alles hier. Nur noch nicht ganz automatisiert. Aber ziemlich viel benannt. Ziemlich viel ist schon da. Bakterien? Gibt's. Mache ich noch nicht, aber gibt's im Stockwerk drüber. Machst du noch nicht. Okay, dann würde ich mich. Bakterien brauchen wir halt für die Insekten. Ja, nein. Wie siehst, habe ich da noch nicht viel investiert. du kannst aber Bakterien herstellen. Ich habe schon den Autocraft einfach anwerfen. Die Mats dafür sind da. Ja, ich würde mich mal ein bisschen drum kümmern. Ja, du wirf an. Dass das automatisiert hier hinkommt, weißt du? Ja, wenn wir so viel brauchen. Ah, läuft bei dir. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber. Was, ich hab nichts gebaut. Die Schmetterlingskuppel war es. Die braucht zwar nur 130, aber das ist sich genau nicht ausgegangen. Warte mal kurz. Okay. Wir haben also ein Stromproblem. Wir haben einen Elektriker da. Ja. Ich würde mal. Du kannst schon Pulsarquarz
Ja. Ja, kannst du. Automatisieren? Wieso? Ich habe die extra noch nicht automatisiert. Achso, ja gut. Es gibt einen Kasten oben mit Pulsar Quarz im ersten Stock. Wenn du welche willst, lass sie einfach rennen im Autocrafter. Wenn der Kasten voll ist, hört er eh auf, weil der wird nicht geschreddert. Ja. Ich stelle immer nach Bedarf dann mal jetzt her am Anfang, wenn ich noch nicht weiß, was ich genau brauche. Und später dann, wenn ich die dämliche Weltraumrakete habe, möchte ich ja wieder das teuerste Item automatisch herstellen und befüllen lassen. Ich weiß nicht mehr, was das damals war. Triebwerke oder irgend sowas habe ich da, glaube ich, immer reingehaut. Irgendwas mit Biomasse war auch dabei. Ich habe immer Biomasse gebraucht für irgendwas dann. Das teuerste ist, glaube ich, der Kernfusionator-Batterie-Ding-Bumper. In die Raumschiffe da machst. Dann ist das auch okay. Ich glaube, die bringt 80 oder sowas. Weißt du, was mein Problem ist? Dass ich die Insekten erst machen wollte, wenn ich... Jetzt habe ich natürlich Metterlingskuppel, habe ich jetzt gebaut. Das Problem an der Sache ist, dass ich mit der noch nichts anfangen kann, weil ich ja noch keine Insekten habe. Ja, doch, da kümmern wir uns jetzt drauf. Naja, ich mache jetzt den Inkubator mal, wo man die Larven ein bisschen umtun kann. Sauerstoff, Dünger 2 und Superlegierung. Warte, ich hole das geschwind. So. Hast du mal Bäume umgebaut? Die Bäume, natürlich. Nein, damit. Achso, das ist eh eingeschaltet, okay. Na, ich meine, hast du mal. Warte mal, ich muss ja kurz was einstellen. So, passt. Hast du mal Bäume mit dem Gensequenzer da dingselt? Ich habe das einmal schon beim letzten Spiel damals gemacht, aber da kommt irgendwie auch nichts viel Besseres, finde ich, raus, als eh schon vorhanden war. Die gefundenen großen waren sowieso immer besser. Es hat sich irgendwie nur bei den Tieren rentiert. Bei den normalen Sequenzen da irgendwie nicht, glaube ich. Ja gut, ich habe ja mehrere Bäume stehen und ich habe bisher erst, ich glaube, 3 wirklich gute gefunden, ne? Ja, aber da gibt es zum Beispiel einen Baum, der letzte hat 4 plus 450, ja? Die ersten haben 125, ja. Alle drei. Die habe ich nie hergestellt, weil das ist mir zu... Ja, und ich habe 2 Bäume gefunden, die 1200 haben und ja, einen, der 800 gefunden hat, ne? Na, einer steht da hinten. Einer steht da hinten, nämlich gesehen, der Fette. Der Pilz. Ja, der ist soweit ich weiß, recht gut. Du hast nur einen, okay, egal. Was? Was habe ich nur einen? Eine Sicherung. Ne, was? Eine Sicherung. Welche Sicherung? Energiemultiplikator-Sicherung. Ach so. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, ich wollte zum Beispiel das mit den Insekten, wollte ich zum Beispiel machen, ja? Aber erst wenn ich die Bauernhöfe habe, weil ich möchte hier unten das ganze Essen weggeben. Da ist schon geplant, im ersten Stock eine Tür raus und auf das Dach vom Erdgeschoss ist eine Riesenfläche, da möchte ich draußen die ganzen Bauernhöfe hinstellen. Und dann hätte ich den Raum neben die Kästen, wo du gerade rumrennst, daneben komplett frei für Insekten und Kästen und für die Gensequenzer und für die Tiere. Aber ich habe den Raum noch nicht leer gebracht und jetzt stehen die alle noch so blöd da rum. Und wenn die Bauernhöfe eben fehlen noch, ne? Aber das kriegen wir jetzt hin, so. Wenn wir machen. Pass auf. Ich brauche für die Biene Muttergen 2 und Dünger. Muttergen 2 liegt da hinten rum. Das werde ich jetzt mal einsortieren lassen, geschwind. Jetzt sollte erstmal dein Stromproblem gelöst sein. Ja, war es eh schon, aber jetzt ist es sicher noch länger gelöst. Ja, jetzt im Moment. Okay, du hast nur 6000 kW jetzt noch übrig, ne? Eieiei. Aber so auf die Schnelle ist okay. Dir fehlen halt noch ein bisschen Sicherung. Ich könnte jetzt dort noch ein bisschen übertreiben,
Also so auf 15.000 kW kriege ich dich jetzt. Du weißt, dass ich da, ich spiele nützlich und nicht völlig übertrieben meistens. Also nur wenn es was Lustiges ist. Also es reicht der Strom wahrscheinlich für das restliche Game aus. Ich glaube nicht, dass ich mehr brauche. Also ich bin immer ziemlich sicher. Das wage ich mal noch zu bezweifeln. Nö, also, weil sobald ich nur plus 0,1 bei etwas habe, lasse ich das Spiel 24 Stunden rennen und komme irgendwann ans Ende. Also, das meine ich. Es geht sich sicher mit dem Strom im Notfall aus. Aber natürlich, besser wäre es, wir machen noch mehr dann. Ja? Aber ja, das überlasse ich dir, du bist da der Elektriker. Hast du so leicht so eine Steigerungsbatterie oder Zelle da genommen für den Strom? Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, natürlich. Mhm, okay, passt. Aber wie gesagt, du hattest nur eine. Ja. Ne? Ich habe bei mir. Ach so, wir haben ja schon den zweiten. Nee, haben wir nicht. Was? Wie viel braucht man von den paar Dinger da? Was für Dinger? Von den Sicherungen? 3. Wo hast du denn den hingestellt, den Pusher? Hier, wenn du hier vorne an der, im ersten Obergeschoss hinter die Erzbrecher quasi, zwischen der Startrampe und den Erzbrechern auf der linken Seite. Da habe ich 2 Stück und 2 von den Pulsargeneratoren hingestellt. Stell die woanders hin. Oder wir holen meine her. Schau mal aufs Dach darauf, da oben. Ach, da hast du schon was? Da stehen 3 Fusionsreaktoren. Ah, okay. Na, warte mal, ich war mir eh nicht sicher, ob ich es da haben Telefon. Will. Warte mal, bin ja. mal kurz. Ja, na, passt schon, ich warte auf dich einfach. Prinzipiell würden es da unten ja auch gut ausschauen, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Hat das ja nicht schlecht platziert, der Herr Wähler. So, nehmen wir jetzt mit. Priorität 1. Mutter gehen. Priorität 1. Da geht. So. So. Passt. Dünger. Scheiße. Die hat der Wähler gegessen. Mit Erdbeeren. Na, holen wir sich mal so Würmchen. Aber warte mal, ich habe schon Würmchen gehabt. Mein Energiemodul hat aber gut gemacht, ja. Das habe ich ganz am Anfang einmal gedacht, bevor ich irgendwie viel gebaut habe. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht und bin mir nur ein Kraftwerk gebaut. Nein, das ist ja, das hilft sich jetzt. Gemein untergehen Dünger. Ah, fuck. Die Dinger können wir ja vielleicht was und ja für ein Rezept. Ich möchte nämlich nur das, was ich für die Autocrafter brauche, da oben haben.
Okay. Dann können die Blümchen eigentlich alle da woher? Ja. Input. Input. So, da ist er wieder. Hallo. Du kannst ja, irgendwas rückverfrachten. Entweder du kannst aber auch meine einfach runterzahlen. Ja, mir ist das eigentlich. Ja. Ich habe immer so einen Scheiß aufs Dach gestellt gehabt, war mir aber in dem Fall jetzt eh nicht sicher, weil da oben ja die Bauernhöfe hinkommen. Und sollte ich die Bauernhöfe wirklich sagen, ich will die noch mehr extrem upgraden, dann wäre ich da eh einen Stock höher gegangen, dann wären sie mir wahrscheinlich eh im Weg. Also kannst sie gerne abreißen und unten daneben hinstellen. Macht gar nichts. Alles gut. Ne? So, zwei Larven ja, haben wir. Hm? Wir wollten ja designstechnisch was Schönes bauen. Dann stell's ganz, stellen wir es am Schluss, wenn die Bauernhöfe sind und wir wissen, wie viel wir brauchen, weil wir werden nur zwei pro Essensressource brauchen, wahrscheinlich nicht mehr. Dann können wir es da rund um an die Ecken verteilen oder ganz aufs höchste Punkt vom Dach raufstellen, weil es so schön leuchten. Wir haben Schmetterling. Ja, sehr gut. Ich habe zwei Larven gemacht. Ich habe gemacht. Hat dir Feuer gemacht? Nein, Larve. Hey, jetzt, wo ich das gesehen habe, jetzt hast du auch 8300 HW. Nach einer kleinen Änderung. Wieso kriege ich das im Bauplan gerade? Achso, das waren die Samen. Ah, ja, das ist Samen. Ja, das ist das da unten. Okay, also Insekten laufen. Tiere. Sehr gut. Tiere. Okay. Das also, sie haben jetzt alles, er hat jetzt alles ausgeräumt eigentlich. Jetzt ich habe jetzt geschaut, ich brauche dein Hirn. Nur kurz die vier darin, Pflanzen, die grünen brauchst du für die Raketen und die anderen, was nur für die Blumen, diese Blumen und Baumsamen-Dinger, ja, die braucht man nirgends für Rezepte, oder? Ich habe jetzt nämlich gerade den Autocrafter durchgeschaut. Alle Rezepte, die er durchgeblättert von die paar, da braucht kein einziges die Blumen. Das heißt, die könnten die Blumenkästen auch ein Stückchen ja außerhalb machen, oder? Nein. Die Blumen brauchst du nachher noch für Rezepte. Nur die neuen nicht. Also nur die auch bei auf dem anderen Planeten gab. Die Blumen, die es hier gibt, die es nur hier auf dem Planeten Humboldt gibt, die brauchst du nicht für Rezepte. Nicht. Ja, ich lasse da weil einmal so. Ich habe es eh noch nicht sortiert. Ich wollte abwarten, ob irgendwie ich da was irgendwo brauche. Ne? Wollte ich mal abwarten. Aber bis jetzt habe ich keine Rezepte gesehen. Aber wir können wahrscheinlich noch nicht alles. Richtig. Ja, was mich jetzt nach wie vor mehr anzipft, ist, dass man diese scheiß Plattform nicht geht. Ja. Probieren wir auch noch ein paar Sachen aus. Ja, probieren wir weiter. Ich schau mal, ob ich eine Larve finde, dass ich eine Bienenlarve machen kann. Dann kann ich den Bienenstock vor die Tür stellen, ja. Wir fehlen nämlich, bei Tiere haben wir noch gar nichts, aber das geht ja auch noch nicht. Weil wir haben das andere ja noch nicht erforscht. Tiere haben wir noch nichts. Ich gehe ein paar Larven holen. Ich hatte zwar wo welche, aber ich finde sie gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich die hindern habe. Ich finde irgendwie. Blumenschreiter, naja, ist das okay mit der Zeit dann irgendwann? Nö, oder? Ja, mach erstmal pro Sorte Blumen einen Schrank voll. Dann kannst du anfangen zu schreddern. Ja, aber was die so. Ja, gut, okay. Nee, ich lasse sie mal finden noch, weil ich möchte das nämlich schon. Dass das nachher dann. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den anderen Scheiß. Ja, wie kriegt man eigentlich diese Stadtplattform? Wie kriegt man eigentlich jetzt erstmal dieses bunte
dieses bunte Ei höher nach oben da, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erzbrecher gebe und der ist jetzt ganz unten. Ich habe jetzt darüber alles rausgenommen und dann einfach wieder reingelegt, damit das Ei ganz oben ist, dieses mit den bunten Kristalle. Ja. Geht das anders aus? Das muss als erstes, dann wird der... Nee, also die werden ja nach der Zeit abgebaut. Der fängt immer von vorne an. Ja, fängt immer vor, immer aber beim Ding an, gell? Oben links, ne? Immer der, oben links, genau. Okay. Würde mit dir tatsächlicherweise dann nochmal eine Runde rennen. Weil da, ja, wo am Start links die erste Höhle, die Eishöhle da, was da war, ja? Das ja. ist, ohne Witz, das, wo man als erstes hinkommen würde. Und da ist urviel zu erforschen, was ich noch nicht erforscht habe. Und da steht in dem Ding drin, auf dem Humble-Planeten findet man es in einem Dungeon, also Höhle, das wäre dort. Und da wird man am Anfang auch hinkommen gleich. Weil jetzt im späteren Verlauf finde ich ja schon die Token. Und wenn ich lauter Token in Kisten finde, denke ich mal, bin ich in einem Gebiet, wo ich eigentlich davor schon die Plattform haben müsste. Und... Da steht in einem Dungeon oder in, neben einer Launch-Plattform oder in einer Starcorp-Drohne. Die aber erst öffnet bei 200 bis 300 MTI. Das heißt, wenn da steht, die Drohne öffnet erst bei 200, 300 MTI, dann kann das keine so eine kleine grüne sein, die rumliegen, weil die kann man von Anfang an alle looten. Das muss irgendeine sein, die was irgendwo versteckt war, hinter bei 200-300 MTI, was geschmolzen ist. Und da bist du vielleicht einfach hingegangen und hast gelootet, wie immer halt, ne? Einfach nur loot und war halt dabei, ne? Das kann sein. Ja, das glaube ich auch irgendwie. Aber was zum Henker soll das sein? Weil wir können die blauen Chips ja gar nicht, können wir nicht auslesen. Also ich weiß nicht, was ich weiß gerade nicht, nach was wir suchen. Ehrlich gesagt. Das weiß ich ehrlich gesagt im Moment gerade auch nicht. Aber so, wir werden es finden. Aufs Halt. Was ich noch nicht aufgestellt habe bis jetzt, ist ein Seewassersammler. Hab ich schon. 2 Stück. Bei mir hier? Ja. Wo? Weil die haben wir ja. Du hast ja die alten Dinge letztens aufgestellt. Du hast sie heute aufgebaut. Gerade eben. Ah, okay, passt. Dann, die sind auch da. Weil die, dann können wir, weil die 2 Dinge vor der Tür ein bisschen nervend sind. Können wir die abreißen dann? Diese. Nein. Ich habe da was aufgebaut, nur alleine für die Bakterien zu machen. Komm mit. Deswegen kann ich den Autocrafter, das Wasser nicht rausholen lassen. Nein. Der holt doch eh so schnell Wasser. Das meine ich ja, der holt ja eh so schnell Wasser. Wieso können wir den nicht entleeren lassen? Mach. Na, was hast du vor mit dem da? Sekunde. Mir geht's darum, ich brauche Wasser in der Base. Ja. Und wenn ich oben die Regensammler abreiß, dann brauche ich von hier eins. Oder ich stelle noch so ein Teil irgendwo auf einfach. Weil ich habe ja 2, 3 so Algendinger, die stehen aber in einem anderen See, auf der anderen Seite, nicht bei dem kleinen hier. Ja. So, hier werden jetzt. Hier habe ich jetzt Bakterien. Warum machst du das extra aus der Base draußen? Das stelle ich an den Crafter in die Base und der craftet genau das gleiche, was du da hast in der Base, weil er hat Wasser und er hat Algen. Ja, ich spare mir die Drohnen, die das Wasser holen müssen und die Algen holen müssen. Hier braucht er nur die Bakterien einfach zu holen. Ja, dann ist das nicht in der Base. Ja, das Wasser steht direkt vor der Base, also das ist kein Weg. Also es bleibt nur der Algenweg eigentlich und bei dir ist halt der Bakterienweg. Man, du machst es halt dort fertig, ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich denke mir nur, ich habe ja, du hast ja bei dir in der Base genauso wie ich alle Kästen irgendwie in Autocrafter-Reichweite, damit alles hier craftbar ist. Und dann baust du eine Station woanders auf. Cool. Ja,
Ja, kann aber man. Aber nur für die Bakterien. Kann man. Ist auch überhaupt keine Tragik, weil dann kriegst du die Bakterien gleich direkt geliefert, ne? Aber ich mach das genau in der Base dann normal. Aber es ist egal. Aber ich habe jetzt auch. Ich habe auch die zwei Wassersammler. Du kannst Wasser. Nein. Wir haben noch Wasser. Es ist ja schon eingerichtet, dass die zwei Sammler vor der Tür bei mir. Diese riesigen wollte ich nur, haben wir gedacht, ob ich es wegstelle, aber sie schauen irgendwie eh gut aus. Und der eine Behälter in der Base ist auch voll. Ich habe mir nur gedacht, hey, dann nehmen wir gleich das von dir, weil das Ding generiert, glaube ich, eigentlich weiß ich es nicht, generiert das kleine Ding schneller als der Regensammler, weil es steht ja nirgends, wie schnell der generiert. Ja, klar. Macht der schneller? Ja, ich hatte dann stelle ich mir dann vielleicht dann hin, ja. Ich hatte gerade eben, in der kurzen Zeit, wo du mit mir da unten warst, schon in jedem Teil 3 Flaschen Wasser drin. Ich habe ein Problem. Wo hast du denn jetzt die Bakterien? Den Schrank für die Bakterien? Erster Stock. Aber ich habe ein Problem. Ich kann keine Kästen öffnen. Ich kann die Kästen öffnen, aber ich kann nichts reinlegen oder rausnehmen. Ich habe mir vorher gedacht, das war ein Zufall, aber es geht nichts. Okay. Kann ich was, aber irgendwas hängt hier. Das ist hier nicht richtig. Warte mal. Oh. Also rausnehmen kann ich. Warte. Räume ich das mal weg, wo es hingehört. So Leute, wir sind wieder da. Wir haben jetzt gerade ein Problem gehabt. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollen. Weil irgendwie ist da was jetzt kaputt gegangen. Also ich konnte in die Kisten nichts mehr legen etc. Muss man aber dazu ehrlich fairerweise sagen, dass es das erste Mal war, seitdem wir das Spiel im Koop spielen. Muss man schon sagen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie anprangern. Ein Fehler kann passieren. So oder so. Und ja, so ist es. So, ich sequenziere dann noch einen Schmetterling raus. Stell vor die Tür mal so eine Schmetterlingsbox. Dünger 2, Zeolit und Bio irgendwas. Super. Weißt du, was ich jetzt aus deinen Erzextrakt, deinen Gasextraktor rausgeholt habe? Was denn? Ein Bauxit. Coole Teile, oder? Auf jeden Fall. Was mich eher gerade interessiert ist. Angebot, ja. Sie müssten es ja wenigstens auch rausholen, auch wenn die den Scheiß fördern. Ich höre, ja. Hörst du auch so ein Geräusch? Ich höre die ganze so ein. Wie wenn eine Drohne irgendwo feststeckt. Nee, das habe ich nicht. Oh ja, da. Da macht der Drohne irgendeinen Mist. Das ist nicht mehr. Macht irgendwas, das wird da kaputt. Irgendwas stimmt da gerade ganz und gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas ist da eigenartig. Energiemultiplikator-Sicherungen liegen da noch 2 rum übrigens. Wo? Hier, in die Schränke neben einem Teleporter, die ich irgendwo daherzart habe. Da im zweiten irgendwo. Sehr gut. Im Moment hast du Strom 821, also 8021. Mhm. Und jetzt? 33.000. Reicht ein bisschen länger. Minimalst. Ups. Also in meinem Game, ich meine, ich habe noch ungefähr 150 GTI weniger. Ich bin bei knapp 100.000.
die ich noch zur Verfügung habe. Naja, was nicht, ich baue ja meistens dann, so wie vorher, Strom aus, dann baue ich einen Generator wieder. Ja. Und das immer, wenn der Strom ausgeht, baue ich wieder einen. Ne? Das ist halt dann... Ja, und weil ich weiß, wie das bei mir läuft, wann stelle ich fest, ich habe zu wenig Strom? Na, ganz einfach. Wenn ich gerade einen Erzextraktor 3 aufgestellt habe, heißt irgendwo mitten in der Valla Pampa. Mhm. Und da habe ich ja sowas von gar keinen Bock drauf. Ich will meine 100 Erzextraktoren aufstellen, weißt du? Und sagen, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich glaube, die Drohnen haben da vorher irgendeinen Scheiß gebaut. Ja. Ich habe jetzt im Erz, im Autocraft, da liegt ein Kobalt drin. Was? Das kann man gar nicht herstellen normal, also. Nö. Der hier passt. Ja, Methan hatte ich doch auch irgendwo hier gesehen. Nee, Methan war unten. Ja. Uran. Also zwei Drohnen machen da irgendeinen Scheiß. Immer wenn ich die reingebe, zucken die nur so die ganze Zeit. Chef kommt schnell weg. Schnell so tun, als ob man was macht, ne? Mhm. Theolit war hier. Gut. Ja. Wollen wir dann mal gucken? Ich glaube, die zwei Drohnen sind kaputt. Kann ich die zerlegen? Wenn ich neue Drohnen baue, machen die nichts, die zucken nicht. Immer wenn ich die zwei reinlege, zucken sie. Kann ich die kaputt kannst machen? Ja, kannst die Drohne ja die Drohne dann ja hier in den Recycler stecken, ne? Ja, da kommt nichts raus. Ja, das ist ein ist mir auch egal. Nein, ich habe geschaut, da kommt nichts, kann nichts looten. Ah, jetzt wurscht, mir ging es nur darum, sie zu zerstören. Das hat funktioniert. Ich wollte sagen, wenn du weißt, was schon so im Arsch gegangen ist, das Ding, ich wollte es ja kaputt machen. Das ist okay. Wenn es einen Hammer gehabt hätte, draufhauen hätte es können, hätte es auch gereicht. Wäre genauso gut gewesen also, für mich. Sollen wir da mal hinten hingehen oder was? Gehen wir mal zum Anfangsding da, ja. Ja, hinten an die Eishöhle, wa? Ja. Da lag nämlich irgendwo eine kaputte Rakete. Und sie haben, also steht auch irgendwas von einer abgestürzten Rakete. Oder ein Launch-Ding oder so. Und eine Rakete habe ich über der Zeolithöhle gefunden und eine war ja da drin irgendwo. Wie wir rausgegangen sind, haben wir da ja irgendwo was gesehen, ne? Mhm. Dass eine abgestürzt war. Da war ein Brief hier auf der Seite, aber die haben auch so eine Transportkapsel dabei. Das habe ich vorher erst wieder entdeckt bei der An. Die habe ich nicht gesehen letztens. Da weiß ich nicht, dass das da war. Also das vielleicht ist da was irgendwo. Ich weiß nicht. Ich warte mal schön auf das Würmchen hier. Ich habe eins noch gemacht. Satz. Achso. Ja, dann Würmchen. Warte mal kurz. Ja, ich bin nicht beim Würmchen noch kurz. Die Biene brauchen wir. Würmchen nehmen wir mit. Die. Die Larven, ungewöhnliche Larve bräuchte ich für eine Biene. Ja, korrekt. Ja, die bräuchte ich dann, ja. Dann kommen sie immer wieder. Ich brauche noch ein Zeolit und ein Bio-Ding. Dann kann ich noch so ein Ding vor die Tür stellen. Zeolith, ja, Ding, Bier. Ding brauchen wir. Ding ist fertig. Sehr gut. So, passt. Jetzt lege ich. Genau dafür habe ich die Kästen links da. Jetzt lege ich alles, was ich mit habe, einfach da rein. Zack. Und jetzt erwarte ich mir, dass die Drohnen kommen und das einsortieren. Dafür sind sie da. Und den Rest schrotten. Und so war das geplant ursprünglich. Man, da schaut schon wieder. Die Container befüllen sich. Aber gut, da sind drei Drohnen dran. Da kann es sein, dass wirklich wegen der riesen Distanz, dass sie fliegen, einfach zu langsam sind, ja. Weil drei Drohnen kommen und entleeren den hier. Und der andere ist voll und steht an. Da geht gar nichts mehr. Bist du jetzt auf dem Weg, oder was? Noch nicht gleich. Aber ich schau noch gerade, der Erzextraktor ist komplett voll. Hat der. Wer ist denn? Ja, die holen das schon wieder nicht ab. Mal.
Ein zweiter Drohnen. Zu wenig. Vielleicht produzierst du viel zu viel. Drei Drohnen liegen aber in der Station und tun nichts. Und daneben stehen die Extraktoren, die Erzbrecher und sind voll. Hat sie vorher gerade ausgeräumt. Ich glaube wirklich, dass das vielleicht zu viel ist. Das hat wieder zum Spinnen angefangen, jetzt wo ich dem wieder gesagt habe, er soll über 15 Sachen schreddern. Das fängt immer zum Spinnen an irgendwie. Bist du schon am Weg dahin? Ja. Kann ich noch einen Schredder aufstellen? Ja, mach doch. Ich will nur einen zweiten aufstellen und dann tippe ich den ab nur die Hälfte rein. Einfach fertig. Hast du kannst du mal schauen, ob du irgendwas findest, weil ich komme gleich nach. Ich komme mit dem Teleporter dann, oder hast du den mit? Nee, den habe ich nicht mit. Dann nehme ich den mit und komme mit dem hin, dann können wir jederzeit heim. Okay. Ich stelle nur, mir fehlt nur mal eine Ressource. Das Schwarzpulver. Das war irgendwo im obersten Stock in der Ecke, glaube ich. Da. Das ist noch nicht eingetragen. Da ist eins. Das gehört auch nicht da rein, sehe ich gerade. Du hast den Dekonstruktionschip 2 schon? Ja. Okay. Ich nehme ich noch nicht. Kann ich die ganzen Serverschränke nicht abbauen. Ja, ich komme dann. Wie gleich. Jetzt mache ich mal ein Foto und geschwind noch von dem, was der hier alles schreddert und höre dann nach zwei Reihen auf. Ins Raumschiff gehe ich noch nicht, ich warte auf dich, ja? Achso. Ja, normal. Okay, ja, passt. Ich habe mir gedacht, ich denke, macht ja nur Sinn, wenn du das für YouTube machst, ne? Ja, sicher. Nein, sehr gut. Ich habe nur gedacht, ob es einen anderen Grund auch hat, oder? Das kommt ja aber. Ja, und dann sehe ich, dass du hier noch nicht warst. Eisen? Ich mache nur 10 Stück da jetzt rein. Weil 10 sehe ich auch noch, ohne dass es aufklappen muss. So. So, die erste Reihe ist jetzt drin. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. So. Du hast ja den Erzextraktor 3. Ja. Und der fördert hier alles. Obwohl der auf Osmium eingestellt war. Bin mir nicht sicher, ob der wirklich das fördert. Schmeiß mal alles raus. Es war ja gerade das Problem vorher, dass die Drohnen, glaube ich, einen Scheiß gebaut haben. Vielleicht haben die den befüllt falsch. Das meine ich, vielleicht ist es deswegen. Ansonsten muss ich sagen, wenn das sich häuft, dann werden wir das Projekt pausieren. Weil so, sag ich dir ehrlich, wenn die Kisten und die Crafter falsch befüllt sind, das ist ja nervend. Das kriegst du ja alles nie leer wieder, ohne dass du alles durchrennst, ja? Wie gesagt, ich hab das nicht. Du spielst aber auch nicht einwandfrei. Du spielst auch nicht Multiplayer. Meinst du, daran liegt das? Na, ganz sicher sogar. Woran soll es denn sonst liegen? Ich spiele auch ein Multiplayer-Host-Game. Das hat im Endeffekt. Hat zum Beispiel Forever Skies jetzt angekündigt, dass sie Coop zuerst in einem Experimental launchen, in der Beta, und erst nach wochenlangem Test werden sie das überhaupt mal in den Early Access Branch geben, weil das eben schwer ist, haben sie heute erklärt, das steht auf einem Discord heute, weil das schwer ist, dass alles im Coop, wenn was Coop gespielt wird, das hinzukriegen, dass das auch alles funktioniert. Und ich schätze mal, wenn hier gerade so Probleme sind, dass das... Jetzt kann ich nichts ablegen. Aber nur, ich habe einen Schwefel, ein Eisen und einen Kobalt, was ich nicht ablegen kann. Den Rest schon? Ja.
Und das sind die Sachen, die ich aus einem Erzextraktor rausgeholt habe. Vielleicht sind die in Wirklichkeit gar nicht da. Das kann sein. Dass das nur so ein Fehler war und deswegen das nicht geht. Und wir könnten nur eins probieren, dass wir... dass wir mal meinen Computer hier auch komplett neu starten, weil der rennt auch schon den ganzen Tag durch. Vielleicht hat der irgendwas, warte mal. Ne, dass die Knöpfe funktionieren. Das ist die gleiche Seuche, die du eben mit dem Gasextraktor hattest. Nee, ich bin jetzt gerade am Weg zu dir mit Teleporter. Wir können nochmal komplett reloggen. Also den ganzen PC neu starte, aber nicht nur ein bisschen. Weißt du, was auch schade ist? Hm? Dass du im Radar nicht angezeigt wirst. Ja. Das ist richtig, das hätten sie ruhig einbauen können. Bist du denn? Was ist bei dir? Ich habe in einer Höhle abgebogen, das ist aber die falsche, die war kurz vorher. Es war nur alles vorher eisig, wie ich da war. Das ist jetzt nicht mehr eisig. So. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das die richtige jetzt ist. Wenn nicht, dann muss ich auch nur ein Stück zurück. Ich fliege da mal über die Mauer hoch. Da ist noch so ein kosmischer Quarz, den habe ich gerade eingesammelt. War sie die erste Höhle? Ja. Komm schon, ich sehe dich schon fliegen. Sehr gut. Ja. Stopp, komm her. Guck mal, hier kannst du klettern. Ich muss nochmal runter. Wasserbedarf ist niedrig. Was ist hier? Ist hier oben irgendwas speziell Tolles, oder? Ja. Da oben ist halt ein Raumschiff, ne? Hab ich nicht gesehen. Wie ist es jetzt bei dir? Kannst du jetzt irgendwas abernten? Ja. Abernten kann ich. Und was ich abgeerntet habe, kann ich auch wegschmeißen. Nur das, was ich eben aus dem Extraktor rausgeschmissen habe, rausgeholt habe. Das Schwefel und so. Wo bist du? Ja, da oben. Ja. Ah ja. Neben dir. Hier habe ich einen Chip rausgeholt. Hast du den Buggy da hergestellt oder war der da? Ne, den habe ich schon mal dahingestellt. Das ist ein Teleporter. Sehr gut. Kurz ausleeren. Lass den Teleporter da stehen, gell? Ich baue ihn nämlich immer erst ab, wenn wir dann wirklich ausgeleert weggehen, damit ich die Mats wieder habe und nicht vermische. Ja. Und da warst du jetzt noch nicht herin, ne? Okay. Nein, ich habe extra auf dich gewartet. Ja, ist super nett, ja. Was, danke. Dass wir hier, ne? Das so gemeinsam für YouTube. Bei dir warst du aber schon da drin, ne? Ja, ja. Da die ganzen Serverstränge, die Leiterplatten kannst du schon mitnehmen. Die Anzüge, die Kisten. Also die Anzüge habe ich schon gelootet. Ja, passt schon. Wo haben wir hier begonnen? Hier, okay. Genau. Jetzt sind wir rechts abbogen, das heißt, wir gehen gerade weiter.
Genau, und hier vorne ist noch links noch eine kleine Nische mit einer Kiste drin. Bin voll. Kannst du noch looten, oder? Das ist sicher. Ich bin noch leer. Bist du schon die Leiter hoch, oder was? Nein, ich bin Teleporter. Okay. Ja. Ich schmeiß das dann halt alles in den Buggy, weißt du? Und wenn ja, ich zu Hause bin, teleportiere ich den Buggy nach Hause. Ich habe mal den Buggy angeschaut letztens. Ich musste ehrlich gesagt ich mag den nicht. Ich finde den eigentlich ziemlich useless. Ja, er ist eine große Kiste zum Hin und Her teleportieren, aber ich habe einen Teleporter, damit kann ich so auch. Deswegen ist er für mich eigentlich nur ein, ja, nice to have, sagen wir so. Er ist nicht schlecht, aber ich habe ihn ehrlich gesagt letztes Mal benutzt und dann habe ich gedacht, naja, ist mir auf die Nerven gegangen dann. Aber er ist so wirklich eine riesengroße Box zum Vollfüllen, das ist eh okay. Aber ich denke mal halt, ich gehe halt lieber ein paar Mal mit dem Teleporter hin und her und das geht auch. Deswegen habe ich gefragt, ob du den da hingestellt hast, nämlich, oder Ding. Oder wer anderer. Weil ich denke mal einfach jetzt, wenn die Bäume dann kommen, wirklich fahren kannst du mit der Armee nicht. Und mal ehrlich, nur dass ich den hin und her teleportiere oder ihn anfülle, mich dann wegteleportiere und ihn zurückrufe. Hätte es kein Buggy sein müssen. Das könnten schwebende Kisten genauso sein. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir so eine Schwebkiste haben, so eine auf Jetpack, so eine Kiste, die schwebt neben dir. Ja, okay. Teleporterkiste. Aber der Buggy ist schade, weil er eigentlich dann eigentlich nicht wirklich als Buggy braucht wird von den meisten, ne? Hast du da sind noch, hier sind noch Serverkränke, kannst du Leiterplatten mitnehmen. Sollen wir starten? Was? Hast du ein Ding mit? Natürlich. Ja, hau rein. Ich bin ja vorbereitet. Ich nicht, ich habe einen Teleporter. Noch immer. Also... Ding. Merkst du, Herz, hörst du jetzt auch dieses Ding, 100 Token? Ja, sicher. Also dann zählt die Währung eh für uns alle. Dann haben wir das ja alles rein. Soll ich mitmachen? Ja, mach mit. Den habe ich gerade leer gemacht. Und da herüben hast du noch Platz? Weil ich habe keinen Platz mehr. Nee, so viel Platz habe ich nicht. Geh mal kurz aus, Lea. Ja, ich auch. Dann komm mit. Warte mal. Leiter. Leiter runter, gell? Leider runter. So viele Triebwerke da dabei diesmal. Ja, richtig. Meine, ist ja okay. Oh mein. Ich würde mir gern wünschen, oder bevor ich den Wunsch ausspreche, und es gibt's eh. Gibt's eine Dreierstufe, 3 Taschenlampe oder so? Ja. Was habe ich für eine? 2 habe ich, ja. Brauchst du den Sonnenkarz? Ah, ja, teurer. Hier sind noch Serverschränke. Haben wir gleich, warte. Die kann ich noch nicht. Hier? Hier hinten in der Ecke? Den weg. Sehr gut. Das mit Gewand hier. Ja, das habe ich schon leer gemacht. Ja, passt. Haben wir hier eigentlich alles, oder? Ja. Ganzes Schiff oder fehlt uns noch ein Raum? Nö, nee, das ganze Schiff, oder? Nee, das war's. Und dann hätten wir noch so ein Schiff, da brauchen wir auch nochmal 2. Diese Fusionsenergiezellen. Meinst du, gell? Ja. Da oben.
Dann müsste ich noch eine bauen, dann könnte man das zweite Schiff auch machen mit dem. Und hier die Schränke, die sortieren alles ein, ja? Na, das, was liegen bleibt, habe ich noch nicht gemacht. Also, aber Eisen und so bleibt auch schon wieder drin liegen, obwohl eigentlich Eisen schon einen Kasten und einen Schreiner hat. Und Drohnen liegen schon wieder. Drohnen buggen. Geh mal, komm mal zu mir raus. Da siehst du das? Bist du? Da, hier, hier. Hinter dir. Schau mal links bei dem Feld rein da. Hier, beim Drohnending. Schau mal in den linken Monitor. Siehst du die blinken? Ja. Die machen nichts, die vier. Alle anderen schon. Die vier jetzt im Inventar und jetzt ist gut. Ja, wenn du es wieder reinlegst, macht es das gleiche weiter. Wenn du eine neue baust, fliegt sie los und arbeitet normal. Habe ich vorgemacht, nämlich. Haben zwei den Fehler nur gehabt. Ich muss was gucken. Warte mal. Ja. Wo hast du deinen Recycler? Da, wo die Richtung, wo du gerannt bist, war hier richtig. Ach ja, da. Kannst du nicht. Was? Der schreddert die. Ja. Du kriegst nichts zurück. Ja, 31 Strohnen hast du. Die machen auch nichts. Sind die jage ich jetzt durch den Schredder, ist mir egal. Ja, mach das. So. Irgendwer sagt, wir müssen in den Underground, habe ich da gerade gelesen. Da gibt es einen Chip, um das Trading Rocket freizuschalten. Es ist aber nicht so eine Rocket wie die normale. Es ist eine andere. Noch so ein rundum Quarz. Oje. Oje. Das ist ja wirklich. Das habe ich gerade. Die Chips haben schon geholt. Die grünen Leiterplatten haben die Drohnen geholt. Wo schmeißt du da Zeug rein? In die Kästen nehmen einen Teleporter einfach. Theoretisch sollten sie es ja einsortieren, außer das, was ich noch nicht gemacht habe. Diese Vierer, ne? Ja, die vier da, ja. Manche habe ich halt noch nichts gemacht, ne? Hier liegt überall Eisen herin. Das gibt's ja nicht, dass das Eisen gehört einfach in den Schredder rein. Das ist mit dem Scheiß. Jammersamen brauchst du da auch nicht einräumen. Wo rein? In die Schränke. Wo dahin? Weil werden. Lirma-Samen werden die Drohnen nie wegräumen können. Warum? Weil du am Schrank den Lirma-Samen nicht aussuchen kannst, auswählen kannst.
Das habe ich noch gar nicht geschaut, ja, okay. Wusste ich gar nicht. Ja, so weit war ich noch nicht. Die Dinge habe ich mir gedacht, die sortiere ich dann. Das lassen wir einfach so machen. Liermasamen ist halt sinnig, die besonders zu haben. Weil du die ja auch für die Raketen brauchst, weißt du? Mhm. Wasser wieder kritisch, ja, ist klar. Wo lagerst du Triebwerke? Gar nicht. Alle bis jetzt verbaut einfach irgendwo. Wenn ich es braucht habe, habe ich es verbaut. Und okay, wenn ich welche brauche, so wie jetzt gerade, so stelle ich mal welche her. Ja, ich habe 5 Stück. Dann bau 5 Drohnen. 5-mal Leiterplatine, 5-mal ja, Eisen dazu. Ja, das hatte ich gerade vor. Ne, warum fragst du mich dann, wo ich es lager? Achso, du wolltest noch mehr bauen. Nein, wenn du die irgendwo gelagert hättest, hätte ich gesagt, okay, wir lagern die. Weißt du? Ja. Aber da du die nicht lagerst, sondern direkt verbaust, habe ich gedacht, okay, dann baust du jetzt halt Drohnen dafür. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich werde sie irgendwann vielleicht lagern, aber ich habe so, dabei noch keine Verwendung dafür zum Lagern. Deswegen. Kann ich das nochmal bauen? Alles klar. Ja, sollen wir dann das zweite Schiff auch mal besuchen? Ehrlich gesagt, weiß ich es gerade nicht. Warte mal. Achso, ich könnte ja auch den Buggy wieder leer machen, ne? Kannst du auch, ja. Okay, ja. Na, mir geht's darum. Ich müsste was schauen. Angeblich ist das kein normaler blauer Chip. Sondern angeblich sagt auch der Blue, der Tooltip von dem blauen Chip. Wenn man den richtigen hat, sagt er, steht auch drin, dass das das Trading Chip freischaltet. Ich schau nur gerade, ich habe so viele blaue einfach mitgenommen, ohne den Tooltip zu lesen. Nicht, dass wir den da schon wohl rumliegen haben, den Chip, und in Wirklichkeit, was ich meine. Was war hier? Ja. Hinten waren noch welche. Hier ist einer. Hier auch. So. So, kein Bauplan zum Schlüsseln derzeit passt. Also das war's nicht. Ich glaube, teilweise das Problem beim Ausräumen ist, dass die Drohnen so langsam sind. Du hast ja viel schnellere Drohnen wahrscheinlich schon als ich, vermute ich mal. Ja, ich habe die Zweier halt, ne? Ja, die sind ja mal eck schneller. Ja, doppelt so schnell, glaube ich. Ja. Jetzt aber ich hab ja auch am Anfang die Einser. Ja, aber jetzt habe ich 8 Drohnen gebaut. Mhm. Und jetzt sind das alles fast wieder leer da vorne, die Erzbrecher. Jetzt habe ich 8 Drohnen dazu gehabt, aber der erste ist noch immer fast voll, der Aluminium-Ding. Der ist noch immer bis auf eine Reihe voll, weil er nicht leer gemacht wird, aber ich weiß auch nicht. Aber ich sag's dir ehrlich, irgendwas scheiße ich auf das. Wenn das so ist, dann scheiße ich auf das. Dann breche ich das Projekt ab, weil, sei da ganz ehrlich, weil wenn die Drohnen in die Gasextraktoren Erze reinhauen, das ist ja nicht spielbar. Da können wir ja pro halbe Stunde eine Runde laufen und schauen, ob eh alle Maschinen passen, ne? Das ist ja Schrott. Das ist ja Schrott dann. Ich glaube aber dabei nach wie vor ein einmaliges Problem. Haben wir ja sonst auch nicht gehabt. Warum soll es jetzt auf einmal sein, ne? Eben. Also, glaube ich auch. So, in dem Sinne. Leute, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Geben wird es auf jeden Fall an. So ist nicht. Und wie gesagt, aber der Comment vergesst nicht. Wir werden jetzt mal alles neu starten. Also ich jetzt mal zumindest, bevor wir da weitermachen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.